Ihr Lieben, ich habe mal wieder was ganz anderes für euch. Und ja, ich starte mein Intro diesmal ohne mich, weil ich denke, für dieses kleine Ding müsst ihr mich nicht unbedingt sehen. Und zwar habe ich letztens tatsächlich im Thalia ein Exit Escape Mini Puzzle gefunden von Ravensburger mit 99 Teilen. Insgesamt gibt es 6 Stück. Und ich habe mir ausgesucht, um es heute mit euch auszuprobieren, dieses niedliche Kaminzimmer. Ich finde es einfach so wunderschön, allein das Puzzle. Wobei wir wissen ja, also ihr vielleicht, ich auf jeden Fall, bei diesen großen Exit-Puzzlen sieht das Ergebnis nicht immer so aus, wie es hier steht. Ich habe übrigens noch das andere gekauft, was ich auch sehr schön fand. Mit diesem Wintergarten, weil der einfach so herrlich grün ist. Wir hätten hier noch, was hätten wir noch? Hier so eine Suppenküche. Und so ein Wohnzimmer. Überall ist halt dieser riesengroße Sessel. Dann haben wir hier so eine, ja weiß ich nicht, relativ viel Geraffel im Keller. Und das hier habe ich gar nicht bei uns gesehen. Das ist definitiv Abstellkammer. Ach nee, das hier ist glaube ich der Wintergarten. Und das ist der Weinkeller oder die Vorratshaltung. Ja, und ich würde sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, wie lange das Video geht, ob wir das in einem Video schaffen. Oder ich würde sagen, ich habe mir auch ein Käffchen gekocht. Ich hatte heute einen freien Tag und habe den ganzen Vormittag im Garten gearbeitet und ich bin blitzebreit. So. Mal gucken, so wie viel ich geistig überhaupt fähig bin. Aber ich dachte, wir machen ja einfach ein bisschen gemütlich, ein bisschen quatschen und puzzeln. Ich muss mir auch noch überlegen, ob ich euch jetzt quasi das Puzzeln mitfilme. Weil falls es nicht so ist wie angegeben, könnte das eventuell ein bisschen länger dauern. Oder? So, ach so, hier nur meine Schildkröten. Ich habe noch einen zweiten Kanal, Gemeinsam sparen, wo es um meine Finanzen geht. Und da sieht man auf jedem Video jetzt diese zwei Schildkröten, weil es ist ja Sommer und ich liebe sie. Über alles. Ich glaube, die wurden am selben Tag gekauft wie das Puzzle, weil mein Schwester und ich, wir gehen tatsächlich selten in die Stadt, weil Stadt bedeutet A muss man die Zeit dafür haben und B gibt man da ja quasi auch Geld aus und wir wollen ja sparen. Nicht wahr? Wie gesagt, ich habe einen zweiten YouTube-Kanal, der ist Gemeinsam sparen. Und dort versuche ich, meine Finanzen ein bisschen nicht nur in den Griff zu kriegen, sondern auch langfristig zu verbessern. Und da kann man halt nicht ständig irgendwie shoppen gehen. Und ja, ist schwierig. Was wir aber, oh Gott, was wir im Thalia alles gesehen haben. Neue Spiele, die sind aber auch teuer geworden. Es wird eh alles teurer, ne? Was stört euch denn aktuell am meisten an der Teuerung? Also, ich glaube, an die Spritpreise hat man sich schon langsam gewöhnt, aber die Lebensmittelpreise, die sind tatsächlich immer noch ein bisschen abartig. Wenn ihr gerade irgendwas kratzen gehört habt, die Milli gerade, oh, ich glaube, das Wort darf ich nicht sagen. Wenn ihr gerade etwas kratzen gehört habt, die Milli tut gerade Dinge mit dem Sessel. Ich habe eigentlich gerade ein anderes Wort benutzt. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, es rauszuschneiden, weil es kann sein, dass sonst mein Video nicht monetarisiert wird, wenn ich bestimmte Wörter benutze. Nun ja. Ja, wunderschöne, wirklich geile Spiele. Ich habe mir viele Sachen fotografiert von Spielen, die wir uns mal genauer angucken könnten. Und wir haben uns vorgenommen, in den Sommerferien, mal gucken, ob wir das realisieren können, dass wir einen Tag oder einen Nachmittag gemeinsam spielen. So, da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal alle Randteile sortiert. Und dann würde man sagen, guck mal erstmal, ob wir hier farblich irgendwas machen können. Das hier sieht nach Zeitung aus. Das hier sieht irgendwie nach... Wo ist denn das? Das hier, ne? Und da haben wir erst den Fuzzi und dann haben wir hier ein dunkles und in der Mitte ist das helle. So, das geht von oben nach unten. Die Zeitung ist hier unten. Das ist hier. Oh, das ist ja ganz schön groß, das Puzzle. 99 Teile, echt? Hätte ich ja jetzt so nicht gedacht. Was kann ich euch denn alles erzählen, während ich nebenbei noch
puzzeln tue, das ist ja schon, das ist ja schon ein wackeres Vorhaben, was ich mir da gedacht habe. Ich bin ja eh immer schon so unkonzentriert. Die Frage ist, wie viel könnt ihr überhaupt sehen? Und ich verquatsche mich ja gerne. Ach, das ist bei dem Finanzkanal ganz schlimm. Dann schreibe ich, was weiß ich, 19,65 Euro auf, weil das auch auf meinem Zettel steht. Sage aber 19,56 Euro. Also ich denke, die Leute müssen mich manchmal irgendwie für grenzdebil halten. Aber ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Konzentrationsprobleme. So. So, da haben wir schon mal die tatsächliche Größe. Ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Minuten. Was heißt ein paar Minuten? Also ich war vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute geschwiegen. Es fällt mir tatsächlich schwer zu arbeiten und euch quasi gleichzeitig zu unterhalten. Aber ich werde dann beim Schneiden gucken, was ich alles drin lasse und was nicht, damit ihr euch auch nicht langweilt. Ich meine, es wird sowieso wieder so ein kleines Liebhaber. Oh, wie sieht das immer schief aus? Oder ist meine Dings schief? Schwer zu sagen. Hier sind die Schildis übrigens. So, ja, auf jeden Fall. Ich versuche ein bisschen zu sparen. Und ich meine, die Puzzle habe ich quasi gerechtfertigt, indem ich sie euch zeigen kann. Wobei mein Spatzel dann gerne ein Puzzle mit mir zusammengepuzzelt hätte. Dann habe ich gesagt, okay, das können wir ja machen. Und ja, ich habe wirklich viele, viele, viele ganz tolle Exit Games, die ich euch noch abfilmen möchte. Und mein Plan ist ja, dass ich euch jetzt nicht mehr eins pro Monat mache, sondern zwei pro Monat, beziehungsweise dieses höchstwahrscheinlich kurze Video können wir mal zwischendurch machen. So, da haben wir jetzt den gesamten Rand. Ein bisschen größer. Ein bisschen kleiner. So machen wir das. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck von meinem Käffchen. Oh, ich bin echt so tot durch diese Gartenarbeit. Ja, war das auch noch so heiß. Aber es nützt ja alles nichts. Ich musste die Erdbeeren ablesen. Und als ich schon mal da war. Hallo? Hallo? Naja. Gut, ich glaube, ich gucke mir erstmal noch eine Minute diese Teilchen an und schweige quasi wieder eine Sekunde, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Oh, das sieht ja auch sehr gut aus. Was ist denn das? Das ist das Kissen. Nein. Hallo? Wie groß ist denn das Kissen, wenn das hier nirgendwo ranpasst? Naja. Ich wüsste tatsächlich auch gern, wie viel Zeit ich insgesamt gepuzzelt habe. Es ist halt die Frage, ob ich euch die Puzzlezeit nun mit reinnehme oder nicht und ein bisschen Musik runtersetze. Es ist wie immer nicht so einfach. Hier drüben ist irgendwo die Wolle. Oh, stricken könnte ich auch mal wieder. So rum, ja. Genau. Jetzt überlegen wir das mal alles. Das ist ja das erste Mal, dass ich schon quasi euch live bei so einer Puzzle-Geschichte mitnehme. Das letzte Mal hatte ich ja quasi. Wo ist das denn? Vorgepuzzelt. Das war hier diese Spielzeugfabrik. Ach, das Motiv von dieser Spielzeugfabrik war aber auch sowas von endgeil, muss ich sagen. Und das Problem ist bloß, dass dieses Ravensburger Puzzle irgendwie insgesamt trotzdem doof war. Ja. Wo soll denn das alles sein? Mein Gott, hier ist ja irgendwie alles grün. Also dieser Sessel nimmt irgendwie so extrem viel Platz weg. So, was soll das sein? Was soll das überhaupt sein? Die Wolle hier, ne? Und dann passt das hier ran. Genau. Ein bisschen was vom Puzzle.
Ja, also Spielzeugfabrik fand ich echt cool als Motiv. Allerdings die Rätsel, deswegen ich bin sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Die Rätsel waren irgendwie sowas von saublöd. Und ja, wirklich? Ja, wirklich. So, hier ist irgendwie noch das Bild von der Tante. Dann haben wir hier noch ein Teechen und bestimmt noch eine Teekanne. So sieht's aus. Noch ein bisschen was von der Zeitung. So, jetzt wird es schon langsam ein bisschen irritierender. Hier haben wir noch den Kamin. Nee, so vielleicht. So. Und da fehlt aber noch ein Stück. Das hier sieht kaminig aus. Das sieht kaminig aus und der ist hier so. Genau. Machen wir hier noch unser Grammophon. Das sieht aus wie Tee. Hier steht ein Buch noch irgendwo. Ja, hier. Buch. Noch ein bisschen Wolle, das gehört zum Kamin. Ja. So, das ist noch das andere Bild. Holz? Holz vor der Hütte? Hier unten. Nein. Ja. Na komm. Das ist Putzelchen hier von Produktionsfehler. So, dann haben wir hier noch ein paar Bücher im Bücherschrank. Rotes Buch. Wo ist das Blümchen? Hier ist noch ein Blümchen, weil wir möchten ja unseren Tee nicht ohne eine schöne Blume trinken. Das geht nicht. So, hier liegt eine Schallplatte rum. Und haben wir noch ein anderes Tischchen. Ist gerade eine Katze rumgesprungen. Wir haben es fast geschafft. Ich sage, wir haben es fast geschafft. So, hier haben wir auch noch ein bisschen. Mein Kaffee ist übrigens immer noch so heiß, deswegen bin ich noch gar nicht dazu gekommen, den ordnungsgemäß zu trinken. So, hier ist auch noch ein bisschen grün. Hier ist ein bisschen braun. So, und das ist jetzt irgendwie der ganze Rest. Das sieht aus wie Kaminsims, genau. Das ist die Seite vom Kamin, das ist die andere Seite vom Kamin. Das hier ist hell, das ist hell. Das ist dunkel. Fail. So, das ist unser Kamin und man kann sagen, na gut, hier ist so Zeug drauf. Ansonsten sieht das Puzzle im Ergebnis schon so aus wie die Vorlage. Also, dass hier halt irgendwelche Buchstaben und Zahlen sind. Und ich kann euch ja mal ein bisschen ranholen. So, das sind die Porträts. So, hier sind Buchstaben und Zahlen. Hier drin sind auch Buchstaben und Zahlen. Hier drin sind Symbole. Hier unten sind noch Farben. Da, da. Ich meine, wir haben Orange, Rot, Gelb und Grün. Ich denke, wir müssen irgendeinen Code rauskriegen, aber ich habe noch gar keine Ahnung. So, wir haben keine Anleitung. Wir haben nicht einmal einen Verweis, dass wir im Internet gucken müssen. Ah, Code. Wie gut, dass mein Handy gerade an der Ladung ist. So, Anleitung. So, ich hole mal mein Handy. So, wie gut, dass wir für alles, was wir tun, einen QR-Code, ein Handy brauchen. So, Webseite öffnen. So, bei 18 Minuten. Auf Deutsch. Später. Exit Puzzle, Exit Kids, ah ja, das hier haben wir. Exit Escape, so geisterhaftes Gutshaus. Anleitung und Tipps.
Okay, dann lesen wir uns das mal durch. Das geisterhafte Gutshaus. Du sitzt gemütlich am Frühstückstisch, trinkst deinen Kaffee und blätterst in der Tageszeitung. Da. Dabei fällt dein Blick auf eine Anzeige, in der ein altes Gutshaus zu einem sagenhaft günstigen Preis verkauft wird. Du rufst die angegebene Telefonnummer an und verabredest einen Termin gleich am heutigen Abend. Ich finde das aber als eine gute Story. Also bei diesen großen Puzzlen fand ich es immer sehr schade, dass es da keine vernünftige Story zu gibt. Vor Ort triffst du den Verkäufer, einen alten und hageren Mann. Gemeinsam blickt ihr auf das beeindruckende Gebäude. Auf die Frage hin, wie dieser günstige Kaufpreis zustande kommt, antwortet der Verkäufer, dass der Kauf des Hauses mit einer Bedingung verbunden sei. Wenn sie es schaffen, die Besichtigung heil zu überstehen, dann gehört das Haus ihnen. Jedoch gebe ich ihnen zu bedenken, dass bereits viele vor ihnen daran gescheitert sind. Heißt das, die sind gestorben? Gut. Was ist denn mit den anderen geschehen, fragst du den Verkäufer. Doch anstatt eine Antwort zu geben, wendet sich der Mann von dir ab und schweigt. Trotz der relativ merkwürdigen Reaktion des Verkäufers willigst du die Bedingung ein, da dich einerseits das Haus fasziniert und du andererseits schon lange wieder mal Lust auf ein Abenteuer hattest. Ich hätte ihn festgehalten und so lange geschüttelt, bis der irgendwie mit mir redet. Ne? Also nur mal so. Der Verkäufer hatte dir den Haustürschlüssel ausgehändigt und sich dann murmelnd aus dem Staub gemacht. Irgendetwas von diesen verdammten Schwestern hattest du noch verstanden. Mit leichtmurmigen Gefühlen schreitest du die Stufen zu der imposanten Haustüre empor und trittst ein. Gut. Die Türe fällt hinter dir ins Schloss. Als du dich umdrehst, kannst du es kaum fassen. Die Haustür ist verschwunden. Du betastest die Wand, doch findest keinerlei Spuren einer Tür. Also merkwürdig. Ist es das, was der Verkäufer meinte? Völlig verwirrt blickst du in die große Eingangshalle und du bist vom ersten Moment an gefesselt von dem, was du siehst. Trotz der Sache mit der fehlenden Tür erkundest du das Haus und besichtigst Raum für Raum. Von der Küche zum Wohnzimmer, am Wintergarten vorbei, hinauf zu dem staubigen Dachboden, runter in den Weinkeller und zu guter Letzt noch in die Garage. Jedes Zimmer bringt dich mehr zum Staunen und du vergisst dabei völlig die Zeit. Plötzlich erschrickst du. War da ein Geräusch? Ja, die Kirchturmuhr schlägt zur vollen Stunde. 12 Mal. Stille. Doch dann wieder Geräusche. Stimmen, sich nähernde Stimmen. Voller Angst schleichst du zur Treppe und blickst hinunter in die Eingangshalle. Vor Schreck gefriert dir fast das Blut in den Adern. Du kannst es nicht fassen und wirst fast verrückt vor Angst und Anspannung. Dort unten stehen sich zwei geisterhafte Gestalten gegenüber und unterhalten sich. Nein, sie streiten sich. Zwei Gespenster mit langen blonden Haaren in festlichen Gewändern. Was für ein Anblick. Du versuchst die Flucht zu ergreifen und dich in einem der vielen Zimmer zu verstecken, doch eine der beiden Geisterdamen bemerkt dich. Sie schwebt die Treppe hinauf. Ich glaube, ihr könnt so oder so nicht sehen, wa? Sie schwebt die Treppe hinauf und kommt auf dich zu. Du schaffst es nicht, dich zu bewegen. Vor Schock bist du wie gelähmt. Doch anstatt des erwarteten Angriffs spricht dich der Geist sehr freundlich und äußerst höflich an. Guten Abend. Bitte entschuldigt die Störung. Meine Schwester und ich hatten mal wieder eine Auseinandersetzung. Ach, wie gemein sie doch immer ist. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Hildegard von Rauensberg und diese Dame hier heißt Gertrud Luise mit selbigen Nachnamen. Wir sind Zwillinge. Wir residieren nun seit 99 Jahren in diesem Haus und vom ersten Tag an versucht diese Person, mich von meinem Glück abzuhalten. Du nimmst all deinen Mut zusammen und antwortest kleinlaut. Und, was wäre denn ihr Glück? Freundlich, aber bestimmt antwortet der Geist Hildegard. Mein Glück wäre es, Herrn Alois von Welfenstein in mich verliebt zu machen und ihn dann zu ehelichen. Doch Gertrud Luise wusste das bisher stets zu verhindern. Und was kann man dagegen tun, fragst du? Mit Hilfe eines Zaubertranks erhoffe... Ja, super, Zaubertrank verliebt sein. Ganz großes Kino. Erhoffe ich mir, das Herz meines Angebeteten zu erobern und ihn für mich zu gewinnen. Jedoch hat meine eifersüchtige Schwester aus reiner Boshaftigkeit die insgesamt 6 Zutaten für diesen Liebestrank im gesamten Haus versteckt und ich kann diese einfach nicht finden. Ich habe viele Jahre danach gesucht und ich habe die Hoffnung vor langer Zeit aufgegeben. Deswegen sind die jetzt auch schon tot. Könnte ich euch eventuell behilflich sein, die Zutaten zu finden, fragst du unsicher? In der Tat könntet ihr das. Und noch mehr, solltet ihr erfolgreich sein und die insgesamt 6 Zutaten des Tranks finden, das ist sonst nicht möglich, weil wir haben nicht alle Spiele gekauft, ist ganz schön hinterlistig von Ravensburger. Dann verspreche ich euch, werden Gertrud Luise und ich von hier verschwinden und zudem werdet ihr dieses Haus heil wieder verlassen können. Mit ernstem Blick fügt sie noch hinzu. Und zwar erst dann. Daraufhin verschwinden die beiden Geister. Das heißt, wir werden bis auf Nimmerwiedersehen in diesem Haus festsitzen, weil ich mir höchstwahrscheinlich nicht alle 6 Spiele kaufen werde.
Völlig durcheinander begibst du dich auf die Suche. Du läufst Raum für Raum ab, ohne etwas Brauchbares zu finden. Dir wird klar, dass du durch ein einfaches Suchen nicht erfolgreich sein wirst. Du weißt ja nicht einmal, wonach du suchst, wie diese Zutaten aussehen sollen. Gibt es etwa ein System oder sogar ein Rätsel, das dir den Weg weist? Werde ich das Haus wieder verlassen können, wenn ich die 6 Zutaten gefunden habe? Ob dann die Haustür wieder erscheint? Und was passiert, wenn ich nicht erfolgreich bin? Bleibe ich dann für immer hier gefangen? Nun ja, mit diesen vielen Fragen im Kopf fällt dir plötzlich etwas auf. Sind da nicht irgendwelche seltsamen Symbole, Buchstaben, Wörter, Dinge, die man vielleicht kombinieren kann? Und tatsächlich, in jedem Raum entdeckst du 4 Rätsel. Ob mit den Lösen der Rätsel dann ja je eine Zutat erscheint, glaubst du zu hoffen und tauchst ab in die Welt der Knobelei. 4 Rätsel sind hier versteckt. 4! Eieieiei. Okay. Das Packungsmotiv unterscheidet sich, bla. Die Lösungen der einzelnen Rätsel verbergen sich am Rand auf dem Koordinatensystem. Die richtigen Lösungssymbole vom Rand kreuzen sich, bilden einen Schnittpunkt und lassen dich so das Lösungsteil mit dem mysteriösen Zutat im Raum entdecken. Das Lösungsteil aus jedem der Puzzles bildet ein Sechstel der Gesamtlösung. So, das heißt, ich muss jetzt quasi wahrscheinlich das Puzzle zerstören. Das finde ich ja nicht so gut. Ich weiß aber, wie so oft bei diesen Ravensburger Puzzlen, gar nicht, was ich machen soll. Ihr seht auch irgendwie zu wenig. Also, wir haben hier diese Symbole und hier unten diese passenden Farben. Dann haben wir aber hier auch noch ein Sechseck und 4 und B und ja, so. Hier drin sind auch noch Buchstaben, diesmal in weiß und nicht in schwarz. Hier sind wahrscheinlich die 2 Schwestern und der Typ. Und hier ist ein Fragezeichen. 4 Striche, 6 Striche, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2. Das können wir theoretisch lösen. Ich suche mal ein Schmierblatt. Und wir versuchen das mal zu lösen, ohne drauf zu schreiben. Also 1 und 1 sind 2. Und hier haben wir 1 und 3. So, die 2 bilden wieder eine 2. Und, nee, das ist eine 2. Und die 2 bilden eine 3. So, die 2 bilden zusammen eine 4. Und die 2 anderen 3 bilden zusammen eine 5. Und das heißt, wir hätten hier schon mal eine 9. Also, das Ergebnis von diesem Rätsel ist eine 9. Und dann? So, hier ist A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Fehlt hier ein Buch? Das hier. Aber wo muss das stehen? Steht das hier in der Mitte? Fragezeichen. Passt das hier rein? A, B, C. Ihr seht gar nicht. Also hier ist ein Buch. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ich denke mal, das braune steht hier. So, das heißt, wir haben schon 2 Lösungen, nämlich ein G und eine 9. Und nun? Da habe ich jetzt noch überlegt, wie viele, also hier haben wir ja quasi grün, einen grünen Punkt und hier haben wir noch einen grünen Punkt und hier haben wir aber 3 Vierecke. Hier haben wir 4 Dreiecke und gelb haben wir 1, 2. Was bedeutet das? Habt ihr irgendeine Ahnung? Ich glaube, sowas bietet sich mal an für irgendwie einen Livestream oder so. Aber da weiß ich nicht, ob ich schon das technische Equipment habe, um das entsprechend bewältigen zu können. Was haben wir denn für Zahlen? Wir haben eine 4, 8, 5, 9. 4, 8, 5, 9. Sieh an. Sollen wir das miteinander verbinden?
Ist das irgendwie relevant? Hab ich hier noch Folien irgendwo? Und habe ich noch irgendwo einen Stift dafür? Alkohol-based, waterproof. Nehmen wir mal an, wir verbinden jetzt die Vieren. So, und dann verbinden wir die Achten. Dann verbinden wir die Neunen. Hup. Und die zwei Fünfen. Eine Amaya, die brauche ich jetzt hier. Aha. So, wie ist es mit den Buchstaben? H, B, F, K, B, E, H, F, E, K. So, wir haben also zwei Ks. Ich weiß noch nicht, was das hier wird. Dann haben wir zwei Bs. Ha. Ich bezweifle das irgendwie. Aber wir können es ja mal noch zu Ende machen. Wir haben zwei Hs. Wir haben zwei Fs. Amaya. Huch. Na, nicht ganz. Zwei Es. So, dann haben wir hier diese Symbole, die zusammenpassen. Ja, jetzt schnuppert Amaya am Stift. Hier haben wir Blau, was zusammenpasst. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ah, die Beats spiegelt sich. Hallo Amaya. Schön, dass du uns besuchen kommst. Möchtest du kuscheln? Na gut. Dann müssen wir das Video wohl kurz unterbrechen. Los! Ah, oh, die Amaya hat sich, mein Gott. So, ich glaube allerdings, also hier ist ja eine 9 versteckt und es ist ein G. Gibt es irgendwo ein G? Es gibt gar kein G. Es geht dann überhaupt der richtige Buchstabe. Merkwürdig. Hm. Oh, die Haare überall. Jetzt sind natürlich hier drin noch irgendwie Kreise. Kreise und dieses komische Lila. Ich weiß nicht, ob das blau sein soll. Weil hier versteckt haben wir ja Orange, Blau, Gelb. Das ist mein Wecker. Wieder Orange, Rot, Blau, hier unten ist Grün. So, und hier haben wir quasi alle Farben außer Blau. Also ist vielleicht unsere Lösung G9 Blau. Und wir haben hier Quadrate und diese komischen Dinger. So, und als Symbole haben wir, oder kann man die zusammenfügen? Wir haben halt diese Raute. Wir haben die Raute, dann haben wir noch das hier. Wir haben Kreise. Und was wir aber definitiv nicht haben, also das hier. Sonst hätte ich gesagt, das ist quasi ein Dreieck. Mit dem zusammen ist es so eine Rhombe. Das sind Vierecke, das sind Kreise. Und was wir quasi nicht haben, sind die Sechsecken. So, jetzt bräuchte ich noch eine Folie. Hm. Muss ich damit Alkohol sauber machen. Ganz großes Kino. Versuchen wir das doch mal. Aber ich habe ja gesagt, das soll ein G sein. D, E, F, G. Und das Ding ist aber, dass wir hier zwar, wir haben ein E, ein B, ein K, F, B, H. Wir haben halt kein G. Ach nee, ich glaube hier, vielleicht ist es, nee, hier geht ja nicht A. Ich zoome euch nochmal rein.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Also eins fehlt. Und zwar dieses Buch. Und ich habe gedacht, E, F, G, dass das hier drin stehen müsste. Und deswegen G ist. Ein G ist nur aber nicht vorhanden. Wir hätten ein H, ein K, E und F. D, E, F, G, H. H. Werde ich nicht 100% schlau. Wir können ja ansonsten die Lösung gucken. Ich habe das Gefühl, wir sind relativ weit gekommen. Ah, nee. Hier sind. Ah, warte mal. Wir haben hier einen Kreis. Dann haben wir hier die Rhombe. Und wir haben das hier. Das heißt, das Viereck bräuchten wir eigentlich. Wisst ihr wie? Dass wir vielleicht das Viereck brauchen. Aber dann haben wir halt immer noch. Fehlt das hier. Merkwürdig. Ah, das Viereck ist ja hier. Oder müssen wir die zählen? Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal zu den Lösungen. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und zwar brauchen wir Hilfe bei... Achso, hier kann man sich die nochmal alle angucken. Das wäre jetzt der Weinkeller. Der Wintergarten. Dachboden. Garage. Küche. Und unser Wohnzimmer. Und da brauchen wir Hilfe. So, Rätsel 1. Die Bücher. Holzstapel. Bilder. Ach, hier ist noch ein Bild. Ach, das ist ein Viereck. Na gut, dann wäre das, was fehlt, ja ein Dreieck. Also wir haben Kreis, Rhombe. Sechseck, Viereck und dann fehlt quasi das Dreieck, ist das Symbol, was wir brauchen. Und das letzte Rätsel ist irgendwas mit dem Schal. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir das durch. Also, die Bücher. Gesucht ist ein Buchstabe. Haha. So, zweitens, achte auf die Buchrücken. Drittens, sortiere das Buch auf dem Sessel in das richtige Regal. Ja, ich dachte G. Wie kommt die auf H? Das Buch auf der Sessellehne muss richtig im Regal einsortiert werden. Die Buchrücken haben abwechselnd ein und zwei weiße Streifen. Dann muss es hier hin, zwischen die beiden. D, E, F, E, F, G, H. Dann ist es ein H. Ja, ist es aber irritierend mit der Lücke, weil ausgerechnet zwischen den beiden ist keine Lücke. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ihr ein Buch aus dem Regal nehmt, dann tut ihr ganz bestimmt nicht die zwei zusammen und packt rechts und links eine Lücke rein. Hm. Naja, gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Ravensburger Puzzle, also ich mag die Puzzle, aber ich finde die Rätsel immer so richtig doof. So, dann haben wir den Holzstapel. Ich würde sagen, das haben wir gelöst. Das ist eine 9. Ja, immerhin. Bilder. Gesucht ist eine Form. Achte auf die Rahmen. Schau dir das Bild in der Zeitung an. Ach so, das ist das. Das heißt, wir suchen doch ein Viereck. Weiß ich nicht. Finde ich irritierend. Das Bild in der Zeitung findet sich in einem der Bilderrahmen wieder. Die Form des Bilderrahmens ist die gesuchte Form 2 plus 3 gleich 5. Was? Also es stimmt, hier ist die Tante mit einer Rhombe. Also das ist allerdings ein Viereck. Das ist die. Die hat auch ein Viereck. Hier haben wir ein Viereck. Und wie kommen sie bei 2 plus 3 gleich 5? Wie kommen sie auf
Das Gesuchte ist die Raute. Wie kommen sie aus auf 2 plus 3 gleich 5? Kann mir das irgendwer von euch erklären? Aber das ist schön. Die Rhombe habe ich die ganze Zeit gesagt. Rhombus, ach naja, keine Ahnung. Raute ist das Einzige, auf was wir nicht gekommen sind. Wie die auf die Zahlen kommen, ist mir rätselhaft. Und das mit dem Schal ist mir auch rätselhaft. Also, gesucht ist eine Farbe. Ja, blau. Achte auf die Musterfolge. Okay. Achte auf die Schallplatten. Ah, naja. Also, passt auf. Wir haben hier Vierecke, Kreise, Zickzack, Kreise, Vierecke, ja. Hier ist eine Schallplatte ohne Muster. Hier ist eine Schallplatte mit irgendwas Schrift. Und das ist blau mit Griffe. Mehr Schallplatten in Form gibt es nicht. Ist ein bisschen weit hergeholt. So, das Muster auf dem Schal bilden eine bestimmte Abfolge. Als nächstes Muster kommt das Dreieck. Das Dreieck befindet sich auf der blauen Schallplatte. Blau. Naja, eigentlich bin ich ja auf die blaue Farbe gekommen, weil das hier 4 Farben sind und hier ist noch blau. Blau steht auf diesem Zettel. Ja, und was machen wir jetzt? Oh. Jetzt ist mir zum zweiten Mal mein Portemonnaie runtergefallen. Was machen wir jetzt damit? Ich trinke erstmal Kaffee. Lösung Wohnzimmer. Die richtigen Lösungen im Koordinatensystem. Verbinden wir das jetzt? Bevor ich noch eine dritte Folie einsaue, will ich es erstmal wissen. Ja, diese Blume ist die Lösung. Ich würde sagen, wir müssen das gar nicht verbinden. Aber das sind die Koordinaten. 9, Raute, Blau und Harm. Lösung ist die Blume. Passt auf. Passt auf. Die Farben sind alle doppelt. 2-mal Blau. 2-mal Haar. Was war's noch? Die Raute. Wo ist die Raute? Hier ist eine Raute. Wo ist die zweite Raute? Scheinbar haben wir nur eine. Doch, hier ist die zweite Raute. Und die 9 gibt es hier und hier. Die können wir doch nicht erzählen. Die können wir doch nicht 4 Koordinaten zeigen, wenn es alle 2-mal gibt. Verstehe ich nicht. Deswegen nehme ich jetzt meine zweite Folie. Ihr seid mein Zeuge. Und ich verbinde die Teile. Wir nehmen uns sogar, weil wir professionell sind. So. Weil wir professionell sind. Das sind die 2 Neunen. Das sind die 2 Haars. Wie gut, dass hier das Haar ist und ich hier angelegt habe. Gut, sei es drum. Wir sind professionell. Dann haben wir noch die 2 Blaus. Und was war es noch? Haar 9, Blau. Die Rauten fehlen mir noch, wa? Hier ist eine und die zweite ist. Wo war die denn? Wo ist die zweite Raute hier? Raute. Raute. So, sieht das bei mir aus. Kann man das irgendwie sehen? Ja. Dann nehmen wir natürlich noch ein Blatt Papier. So sieht es bei mir aus. Hand aufs Herz. Ich habe es angekündigt. Ich mag die Puzzle. Ich finde, wir haben uns beim Lösen nicht falsch angestellt. Aber es kann doch nicht sein, dass sie jedes Symbol 2-mal auf dieses Ding packen und mir dann was von diesen 4 Koordinaten erzählen. Unter welchen Bedingungen hätte ich wissen sollen, welches Haar, welche 9,
welche Raute und welches Blau ich auswählen soll. Wisst ihr wie? Das Video ist bei mir 45 Minuten lang. Ich muss mich jetzt aber noch entscheiden, ob ich euch das im Stück hochlade oder in Einzelfolgen. Das ist ja schon ein spannender Krimi geworden. So, ihr könnt ruhig mir ganz viele Sachen in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr das Puzzle? Wie fandet ihr die Rätsel? Das hier fand ich ein bisschen affig. Das habe ich nicht verstanden. Also vor allen Dingen, sie wird gesucht und ist hier drin. Aber das ist ein Viereck. Das ist ein Viereck. Das ist eine Raute. Ja, gut, die Raute haben wir genommen. Aber 2 plus 3 gleich 5? Warum? Hat da jemand auf Copy-Paste geklickt von irgendeinem alten Rätsel? Und ja, das Blau habe ich auch rausgekriegt wegen Ausschlussverfahren, aber gesucht war eigentlich dieses Zickzack-Muster. Und die Farbe war eigentlich egal. Also Zickzack, Viereck, Zickzack, Viereck. Dann hätte ich wissen müssen, als nächstes ist das Zickzack-Muster. Das Zickzack-Muster ist nur auf dieser Schallplatte. Deswegen nehme ich die blaue Schallplatte. Ich weiß nicht. Aber die Krönung ist tatsächlich, dass sie alles doppelt gemacht haben. Und ich dann irgendwie erraten muss, welche davon die richtigen sind. Also entweder mache ich das noch mit meinem Spatzel, wobei der wird das, glaube ich, so richtig blöd finden. Der hat auch ein bisschen weniger Geduld als ich. Oder ich spiele das nochmal mit euch. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Aber ich werde mir ganz bestimmt nicht alle 6 Puzzleteile kaufen. Für diesen Quark. Gut. Ich beende jetzt dieses Video und ja, werde es euch höchstwahrscheinlich am Wochenende oder so hochladen. Jetzt das kommende. Ich freue mich schon, das hier wird demnächst noch erscheinen. Und ich möchte noch das Bankett Teil 2 rechtzeitig filmen, bevor ich vergesse, was im ersten Teil passiert ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wie viele das Video überhaupt gucken, weil ich denke mal, dieses Mini-Ravensburger Puzzle wird wahrscheinlich so gut wie keinen interessieren. Naja, it's true. Ist okay. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schildkrötenliebe. Bis dahin. Tschüss.